Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen in der Orthopädie des Asklepios Westklinikums Hamburg. Heute möchten wir Sie umfassend über das Thema Hüftendoprothetik aufklären und dazu begrüße ich an meiner Seite ganz herzlich Dr. Wolfgang Herzberg, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Herr Dr. Herzberg, Ihren Namen kann ich mir ganz gut merken, der steht auf Ihrer Brust, deswegen muss ich da nicht weiter auf meinen Zettel gucken. Ja. Sagen Sie zuerst mal bitte so als Einordnung für uns, wie verbreitet ist denn das Problem einer eventuell neuen Hüfte? Wie viele Menschen brauchen diese gegebenenfalls? Also die Hüftoperation, der Einbau einer Hüftprothese gehört mit zu den häufigsten Operationen, die überhaupt für eine Spezialität in Deutschland pro Jahr durchgeführt wird. Das sind ja etwa 200.000 Menschen, die im Jahr ein neues Hüftgelenk bekommen. Liegt das am demografischen Wandel, dass immer mehr ältere Menschen da sind einfach auf unserem Planeten, oder liegt das am Verschleiß? Woran liegt das? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Also zum einen haben Sie recht, die Patienten, die eine Hüfte brauchen, eine neue, müssen ja ein bestimmtes Alter in der Regel haben. Und das heißt, von diesen Menschen haben wir immer mehr, wir werden älter. Aber ich glaube, ein weiterer Faktor ist auch, dass die Verlässlichkeit dieser Operation von den ersten Eingriffen, sagen wir mal Mitte 60, bis heute stetig zugenommen hat. Das heißt also, man kann darauf vertrauen. Das heißt, man ist großzügiger mit der Indikationsstellung. Mhm. Und dadurch werden sozusagen auch noch fast die letzten Zweifler, die vielleicht sagen, es ist gefährlich, ich habe Angst, die überwinden ihre Angst, und insofern versorgen wir zunehmend eigentlich alle in Deutschland, die wirklich eine derartige Operation benötigen. Mhm. Stimmt es, dass man die Ursachen für so einen Hüftgelenkersatz in primäre und sekundäre Ursachen unterteilt? Und wenn ja, was sind das für welche? Wo unterscheidet man da? Also die meisten Ursachen für den Ersatz des Gelenkes ist eine primäre Coxarthrose, das heißt also eine Erkrankung aus sich selbst heraus. Mhm. Darum sagen wir primär, sie folgt nicht etwa einer Verletzung, einem Unfall, mhm. Das nennen wir dann sekundär. Wenn einer schon mal eine gebrochene Hüfte hatte, die verheilt ist, dann kann er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Arthrose später bekommen. Das wäre sekundär. Aber das sind die seltenen Probleme. Die häufigen sind die Arthrosen, die primär sind. Mhm. Übrigens eine Erkrankung, deren Ursache wir bis heute noch nicht kennen. Es ist zwar in aller Munde, der Volksmund sagt ja auch, das ist Verschleiß, was es nicht wirklich ist. Mhm. Und auch die klügsten Mediziner und Forscher dieses Gebietes können nicht sagen, was es wirklich ist, mhm. Welche Ursache es hat. Liegen Schmerzen im Hüftbereich denn immer an einem verschlissenen Gelenk, oder kann die Hüfte auch noch aus ganz anderen Richtungen und Arealen des Körpers herkommen? Also Sie meinen, ob alles, was wir für einen Hüftschmerz halten, wirklich von der Hüfte kommt? Also Arthrose bedingt ist. Es gibt auch noch andere Ursachen. Also die nächsthäufigen sind zum Beispiel die entzündlichen Erkrankungen, also die rheumatische Form der Arthritis, wie wir sagen, ne? Die man auch in anderen Gelenken haben kann, rheumatisch. Die kann ja von Gelenk zu Gelenk wandern, von der Hüfte zum Knie, zum Fuß, zum Ellengelenk, Schulter. Fingergelenke, das ist eine entzündliche Erkrankung, die über den Verlauf dieser Entzündung von Jahr zu Jahr diese Gelenke mehr und mehr schädigt, die sie befallen hat. Mhm. Und am Ende im Grunde genommen auch das Bild eines zerstörten Gelenkes herbeiführt, was dann auch mit einer Prothese zu ersetzen ist. Mhm. Ne? Das sind die entzündlichen Formen. Es gibt auch noch die Gicht, die nicht so selten ist, die, mhm. Wenn sie die Hüfte befällt, kann sie auch zur Ursache werden. Das setzt aber auch voraus, dass man die Gicht nicht behandelt. Man kann mhm. sie ja behandeln, aber wenn jemand nicht zum Arzt geht oder es kommt keiner drauf, dann kann auch eine Gicht ein Gelenk zerstören. Mhm. Nicht?
Vielleicht können wir noch mal einen Schritt vor die Endoprothetik gehen in puncto Therapie. Es gibt ja mit Sicherheit, wenn Menschen mit großen Hüftproblemen zu Ihnen kommen, erste Therapieansätze vor dem Vorschlag, das Ganze durch eine Prothese zu ersetzen. Wie fangen Sie Ihre Therapie an? Was können Sie statt der OP erstmal machen? Also man muss schon sagen, dass wenn ein Mensch die Beschwerden entwickelt, die tatsächlich aus der Hüfte kommen, und wir fertigen Röntgenbilder an und machen auch noch sensiblere Untersuchungen, vielleicht wie ein Kernspin, eine kernspintomografische Untersuchung, dann wird man in aller Regel schon Veränderungen finden, die anzeigen, dass hier ein Prozess angefangen hat, sich zu entwickeln, der zu einer beginnenden Zerstörung des Gelenkes schon bereits führt. Also, dass jemand Hüftschmerzen hat und man findet eigentlich gar nichts, signalisiert eher, dass es die Hüfte vielleicht nicht ist. Oder es ist ein, ich sag mal, auch ein Extremsportler, der jetzt gerade mal die letzten Wochen zu viel ungewohnt getan hat, dann darf er auch solche Beschwerden haben. Das sind dann auch muskuläre Beschwerden oder Überdehnung. Und dann weiß man, das geht auch wieder weg, wenn die Schonung eingehalten wird, dass man sagt, nun muss er den Ball mal ein bisschen flach halten. Aber die meisten, die schon ein Bild mitbringen oder irgendetwas Objektives von der Hüfte, wo man erkennen kann, die hat schon Schäden, die sind im Grunde genommen schon auf dem Weg zu einer späteren Arthrose. Das kann man therapeutisch durch sozusagen, wie wir sagen, konservativ nicht mehr zurückdrehen. Man kann sagen, ein Mehr an Körpergewicht macht auch ein Mehr an Belastung des Gelenkes. Insofern kann man sagen, es ist wünschenswert, dass jemand abnimmt, wenn er übergewichtig ist. Dazu muss man aber ehrlicherweise sagen, dass jemand, der eine Gehbehinderung entwickelt, weil es schmerzhaft ist, zu gehen, der hat eigentlich keine Chance mehr, noch Gewicht abzunehmen. Es ist im Gegenteil so, wer anfängt, weniger zu gehen und sich zu bewegen, der nimmt ein Gewicht zu. Darum haben wir auch eine überdurchschnittlich hohe Rate an Menschen zu operieren, die zum Teil auch erheblich übergewichtig sind, worauf wir uns sogar ein wenig spezialisiert haben. Das heißt, die Reichweite der konservativen Therapie, wenn die Hüfte wirklich einmal nachweislich geschädigt ist, die ist relativ schnell erschöpft, sagen wir mal. Gibt es dennoch Möglichkeiten, ein Gelenkersatz, wir haben es schon angesprochen, ist nach wie vor ein großer Eingriff. Die Risiken sind vielleicht geringer geworden durch die medizinische Weiterentwicklung, aber es ist ein großer Eingriff. Wenn jemand Angst hat und sagt, ich möchte um jeden Preis vermeiden, so einen Gelenkersatz zu bekommen, kann man die Hüfte in irgendeiner Form reparieren erstmal? Nein. Nein, leider nicht. Man kann also die Arthrose als solche, deren Ursache man nicht kennt, nicht in irgendeiner Form medikamentös oder wie auch immer konservativ-therapeutisch angehen, weil man ja gar nicht weiß, was muss man hier eigentlich behandeln. So, das ist eben die Situation. Und alle Versuche, die es auch gegeben hat, bevor die Hüftprothesen sich haben durchsetzen können, auch operativ-technische Versuche, haben also in der Zeit, als man sowas tat, gezeigt, man kann immer nur für eine sehr kurze Zeit irgendeine Verbesserung im Sinne weniger Beschwerden erzeugen. Aber nachhaltig überhaupt nicht. Muss dann wahrscheinlich irgendwann die Endoprothetik sein. Ja, es hat dazu geführt, dass diese Eingriffe, die man früher ja, weil man nichts Besseres hatte, dann wie eine Verzweiflungstat, würde ich mal sagen, auch durchgeführt hat. Diese Eingriffe hat man sämtlichst vom Markt verschwinden lassen. Die werden heute nicht angeboten mehr. Das sind Eingriffe, die hat es in den 50ern, 60ern, vielleicht noch bis in die 70er gegeben und dann hat die Hüftprothetik das gewissermaßen weggespült. Sodass also
operativ nur noch am Ende die Prothetik steht. Das Einzige, was im Augenblick so ein bisschen aufkeimt, ist, dass die Möglichkeiten in ein Gelenk reinzuschauen durch ein Endoskop, was im Knie schon seit 30 Jahren sehr geübt ist, an der Hüfte jetzt auch mehr und mehr versucht wird, zum Einsatz zu kommen. Es ist sehr viel schwieriger, der Raum in der Hüfte ist sehr viel kleiner. Das Kniegelenk lässt sich schön öffnen, wenn man da einen gewissen Druck durch Flüssigkeit reinbringt. Die Hüfte tut das nicht, die ist sowas von eng. Das heißt, man hat Probleme da so drin, sich zu bewegen mit einem Endoskop, aber da entwickeln sich doch Fertigkeiten und da ist ein kleiner Ausblick, ob man nicht diese ersten Anfänge dann bei mehr Erfahrung in der Endoskopie ein bisschen noch da was Gutes tun kann. Nicht? Wenn Sie ein Hüftgelenk ersetzen müssen, wenn so eine Operation ansteht, können Sie uns mal erzählen, wie der Ablauf dieser OP ist? Sie meinen jetzt die richtig operationstechnische Seite? Ja, genau. Also zunächst ist es sehr wichtig, dass man keinen Zweifel hat, dass der Patient, die Patientin sozusagen um der richtigen Sache willen operiert wird. Also das heißt, die Diagnose zerstörte Hüfte durch Arthrose darf keinen Zweifel haben. Das bedeutet auch, dass man Frühbefunde, wo es alles noch im Werden ist, sollte man möglichst nicht schon operieren wollen. So, darum sagen wir zunächst, ein Gelenkersatz kommt als letzte Maßnahme, wenn nichts anderes mehr geht, und je später, je besser. Das hat auch was damit zu tun, es ist eine Einbahnstraße, wer einmal ein künstliches Hüftgelenk bekommt, wird nie wieder sein eigenes haben. Das heißt, er wird jetzt mit dieser Prothese leben, wenn die 20 Jahre ihm gute Dienste tut. Und er ist aber noch ein relativ junger Mensch, dann wird es eines Tages vielleicht irgendwelche Probleme geben, dass man nochmal operieren muss, irgendetwas austauschen muss. So, das heißt, es ist gut, wenn man nicht als junger Mensch schon ein künstliches Gelenk bekommt. Wenn es aber sein muss, was sind die Schritte? Der Schritt ist erstens, dass man am Tag vor der Operation anhand der Röntgenbilder, die wir machen, die Prothese, die hier geplant wird, vorher gewissermaßen einmessen. Das heißt, wir haben das Röntgenbild, das klassische Röntgenbild auf einem Schirm und legen Schablonen der Prothesen darauf und prüfen nun, welche Prothese für dieses Gelenk jetzt geeignet ist, wie groß diese Prothese sein wird, sowohl bezüglich der Pfanne als auch bezüglich des Schaftes und wie die in die Anatomie dieses Knochens reingelegt wird, was bedeutet, wie muss ich da wo mit der Säge was absägen, damit es nachher alles richtig zusammenpasst. Das muss man am Tag vor der Operation planen. So, mit dieser Planung im Kopf und auf Papier beginnt die Operation. Die Operation dauert für eine Prothese, die ohne Zement eingebaut wird, etwa 40 bis 45 Minuten ausgeübte Hand. Das ist heute ein vollkommen standardisiertes Verfahren, wo auch zusammen mit der OP-Schwester jeder Schritt und jedes Instrument im Grunde genommen wie in einem Ritual abgearbeitet wird. Das heißt also, die Schwester weiß in jedem Moment, was jetzt als nächstes kommt und der Chirurg erwartet auch ständig, das richtige Instrument in jedem Moment also zu bekommen. Also absoluter Alltag für ja, die, ne? Ja. Mhm. Wenn das noch nötig wird, den Schaft mit Zement zu befestigen. Wann muss das sein? Kurze Zwischenfrage. Das muss dann sein, wenn das Knochenrohr des Oberschenkels eine gewisse Weite erreicht hat, also im Sinne von hohl,
die so groß ist, dass eine schlanke, zementfreie Prothese, die man darin verklemmen möchte, zu locker wäre. Nicht wirklich den Halt findet. Okay. So, das heißt, es ist keine Frage unbedingt des Alters, sondern auch vor allen Dingen eine Frage der Anatomie dieses Knochens. Mhm. So kann es also sein, dass durchaus noch ältere Patienten, 80-jährig, mit sehr schlankem und festem Knochen eine zementfreie Schaftprothese bekommen und ein vielleicht 60-jähriger, jüngerer Mensch mit eben solchen weiten Rohren dann eine Prothese bekommt, die einzementiert werden muss. Mhm. Dann dauert die Operation um die 10 Minuten, die wir brauchen, um den Zement aushärten zu lassen, länger. Also 50 Minuten. Mhm. Was gibt es für Prothesentypen? Gibt es da verschiedene Materialien zum Beispiel? Also zunächst kann man sagen, es gibt so viele verschiedene Prothesen, wie es Autos gibt. Oha, aber da müssen Sie hoffentlich nicht bei jedem Eingriff zwischen dieser ganzen Bandbreite auswählen. Also wir haben eben nicht den ganzen Autopark im OP, sondern wir treffen, und das tut jeder Chirurg, eine Vorauswahl. Das heißt, wir entscheiden manchmal über Jahrzehnte, mit welchen Prothesen wir uns gewissermaßen in Anführungsstrichen verbandeln. Mhm. So, da geht die persönliche Erfahrung ein. Es geht da ein, wie viele Jahre wird diese Prothese schon eingebaut in der Welt? Ich erwarte, dass eine Prothese, die ich benutzen muss und soll, mindestens 10 Jahre schon am Markt ist. Das heißt also, damit man Erfahrungswerte hat, was damit eigentlich passiert. Ich muss also nicht eine Prothese einbauen, von der ich noch gar nicht genau weiß, was die eigentlich für Probleme hat und das vielleicht dann als Fehlschläge in den nächsten Jahren an meinen Patienten erleben muss. Mhm. Und es kommt noch hinzu, wer ist der Hersteller? Also je weltweiter und größer der Hersteller ist, je sicherer wird es, auch noch in 20 Jahren von diesem Hersteller einen Ersatzteil zu erhalten, in der Hoffnung, dass er dann immer noch am Markt ist. Es gibt viele kleine Firmen, von denen man auch selbst dann, wenn sie interessante Produkte herstellen, nicht weiß, wie wird es mit dieser Firma in 10 Jahren aussehen. Mhm. Für die Patienten ist das dann sehr nachteilig, wenn man plötzlich nichts bekommt, wenn Absolut, man irgendwie ein Passteil nur auswechseln müsste, aber es ist nicht mehr erhältlich. Das kennt man ja schon von seinem Auto, um genau, da wieder im Bild zu bleiben. Und wenn das genau, dann bei sich selber ist, ist das natürlich noch was ganz anderes. Genau. Über den Ablauf des Eingriffs haben wir jetzt gesprochen, Herr Dr. Herzberg. Wie sieht es denn danach aus mit der Mobilisierung? Wie schnell ist man da wieder fit? Darf man die Hüfte jemals wieder voll belasten? Wie sieht es da aus? Also es ist medizinisch ganz wichtig, dass die operierten Patienten am Tag nach der Operation aufstehen, in die Senkrechte kommen, die ersten Schritte machen, damit die Gefahren der Thrombosebildung, überhaupt auch das gesamte System wieder ins Leben zurückgeholt wird, also wieder die normalen Funktionen aufnimmt. Das ist der beste Garant dafür, dass man mit Thrombosen und Embolien möglichst keine Bekanntschaft machen muss. Mhm. Das ist heute durchweg gewährleistet, dass die Patienten am Tag nach der Operation mit ihren Physiotherapeuten, die dann kommen und ihnen beim Aufstehen und diesen ersten Schritten helfen. Geht es dann immer langfristig in die Reha für einen Menschen mit einer künstlichen Hüfte? In Deutschland ja. Also die Wundheilung, kann man sagen, dauert 14 Tage, dann werden die Klammern entfernt und dann ist auch sozusagen die Weichteilbedeckung des Gelenks verheilt. Aber die Prothese selber und das Spiel im Gelenk und die normalen Abläufe, die erreicht man erst nach einigen Wochen. Mhm. Und dafür ist in Deutschland eine Rehabilitationszeit von 3 Wochen noch vorgesehen.
Diese Rehabilitation wird sehr häufig dann stationär in entsprechenden Reha-Einrichtungen im größeren Umkreis unserer Gegend durchgeführt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Reha-Maßnahme ambulant durchführen zu lassen, setzt aber voraus, dass man, ich sag mal, auch eine gewisse Mobilität hat, Eigenständigkeit hat, weil man zu Hause ist und dann täglich unter der Woche dann in diese Reha-Einrichtung muss. Ich sag mal, das hat dann auch so seine Grenzen. Ältere Menschen, womöglich die auch alleine leben, ich denke, da kommen wir dann an die Grenzen dieser Abwicklung, nicht? Was ist das Therapieziel, Ihr Ziel als Arzt, wenn Sie einem Menschen eine künstliche Hüfte eingebaut haben? Also er kommt wegen der Schmerzen. Also das, was man ihm versprechen muss, ist, er wird wieder schmerzfrei gehen können. Mhm. So, da kommt man nicht drum rum. Sportfähig wird man als Versprechen seitens des Chirurgen durch so einen Eingriff nicht. Also man kann nicht versprechen, ich mache dich auch wieder richtig sportfähig. Also unter Sport verstehe ich Tennis spielen, Skilaufen. Auch Kontaktsportarten vielleicht, ne? Nee. Da muss man sich bedeckt halten. Das, was an Sport in Anführungsstrichen mit einem Kunstgelenk auch wirklich gewährleistet sein soll, ist Fahrradfahren. Ich sag mal, Laufsport an der Grenze, also die Grenze ist Nordic Walking. Das heißt also, im Grunde ist es ja noch ein Schreiten. Richtig sprinten wird man mit einem Kunstgelenk nicht können. Mhm. Die Dämpfung lässt das auch gar nicht so zu. Wenn Patienten dann später tatsächlich aber doch Tennis spielen, auch noch wieder auf die Piste gehen im Winter, dann ist das schön. Aber es ist nicht so, dass es für alle so ist. Aber schmerzfreie Bewegung ist ja schon mal ein großes Ziel. Das ist entscheidend. Was vor allen Dingen auch Lebensqualität auf das jeden muss Fall sein. Schon mal ja. Spontan zu. Und wer noch nicht berentet ist, wird durch so einen Eingriff wieder arbeitsfähig. Mhm. Die einzige Auflage für solche, die noch auf Gerüste müssen, das duldet die Berufsgenossenschaft nicht mit einem Kunstgelenk. Herr Dr. Herzberg, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke für die Informationen. Ja, mir gefallen. Dankeschön. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch für Ihr Interesse an unserer Sendung. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten oder genaue Ansprechstationen suchen zum Thema Hüftgelenkersatz, dann kann ich Ihnen nur wärmstens Dr. Herzberg und seine Kollegen empfehlen, hier im Asklepios Westklinikum Hamburg. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.